Moin Kumpels, willkommen zurück zu Scribblenauts Unlimited. Ich bin's wieder, euer Mad Baron, und ich könnte mal wieder meine Wohnung aufräumen. Ja, das könnte ich mal wirklich wieder machen. Ich gucke mich gerade so um und denke, irgendwie müsstest du ja mal wieder. So, wir gehen mal auf eine Karte. Hier waren wir durch. Wir müssen nur noch in diese Anapha-Fälle. Willkommen in Anapha-Fälle. Ja, wir waren ja schon mal in der Metapher-Grotte. Da muss man auch in die Anapha-Fälle rein. Ich fühle mich gerade so ein bisschen overdressed hier mit meiner Maschine. Aber ich habe noch meinen Waschbären dabei. Das ist gut. Ja, den kann ich jetzt hier eigentlich mal lassen. So, bitteschön. Du hast doch bestimmt was zu tun, ne? Erschaffe etwas, das dich braun macht. Ich habe sofort was. Hier. Schuhcreme macht dich sofort blau. Braun, meine ich. Wie wäre es mit einer... Hier? Oh. Alter, ist das makaber. Leder. Badeanzug. Trockenfleisch. Hallo? Ich hab den gerade umgebracht. Was ist das hier? Sonnencreme. Die nehmen wir mit. Und wir nehmen noch die Stücke Fleisch von ihm auch mit. Kann man die mitnehmen? Kann man das essen? Nee. Doch, warte mal. Ich kann das an jemanden verfüttern. Hier, ein Biber. Hier. Ja, ich wollte dich nicht angreifen. Ich bin der Biberlord. Essen Biber überhaupt Fleisch? Los, du Biber. Friss das Fleisch. Na dann nicht. So, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Auftrag, oder? Das sammle ich mal ein. Ich bin der Dschungelkönig. Ach. Platziere etwas zwischen diese Holzscheite, um mir über den Fluss zu helfen. Hm. Kennst du über einen Wal laufen? Hier. Guck mal. Geht das? Ei. Ja, dann nicht. Dann, wie wäre es mit einem Boot? So. Klassisches Retro-Spiel hüpfen. Ja, was ist denn... Ach, ihr seid vegetarische Pandas. Was... Piranhas, was gibt's zu essen? Heute gibt's, sag schnell. Nudelsuppe. Von mir aus auch eine Nudelzange. Hier. Lecker. Nudle. Nudeln. Pasta, pasta, pasta. Ha, die war mit Fleischbällchen. Ich bin so gemein. Bitte versöhne mich wieder mit meiner Liebe. Ist sie tot oder was? Defibrillator. Los geht's. Tschüssim. Hochzeitsreise mit Hindernissen. Hilf mir mal, damit ich wieder segeln kann. Abriss. Was gibt's hier alles, womit ich Sachen abreißen kann? Abszess. Sieht ein bisschen aus wie das Profilbild von Luna. Ja, komm. Oder? Kann ich auch ein Ekzem? Ein Eber. Hallo. Eine Planierraupe. Die hat mich schon immer gerettet. In meinem ganzen Leben. Ich habe mir immer gedacht, boah, wenn ich jetzt eine Planierraupe hätte, ne, dann würde ich ja alles in meinem Leben schaffen. Dann kriege ich auch dieses Boot da zurück ins Meer gehoben. Boah, wenn diese dämliche Frau denn da nicht wäre, ne? Wäre alles viel einfacher. Nein, wir brauchen die Höllenschleuder. Ja. So. Fahrzeug verwenden. Absteigen. Weg. Das will ich nicht. So. Okay.
Fahren wir mal die Höllenschleuder. Und... Warte mal, ich habe eine Idee. Shazam! Jungs, ihr steht auch immer im Weg, ne? Wow! Alter, diese Frau da, ne? Kann die nicht mal helfen? So, selber schuld. Muss ja nicht im Weg rumstehen. Ach, geht immer noch nicht, scheiße. Los, runter da! Was? Natürlich weiter. Was denkt ihr denn? Hier steht 3 Meter weiter ein Boot rum, ne? Nein, ich will unbedingt das. So, dann reite ich jetzt mal normal meine Wanne. Wuhu! Juhu! Ich kann mit der Wanne tauchen. Ach, ich kann auch den Stein wegmachen, sehe ich gerade mal. Ja, pass mal auf. Attacke! Bin die Höllenschleuder. Geh doch nicht so nah daran, du Idiot. Das setzen wir mal zurück. So, Objekt erschaffen. Wie wäre es denn mal, wenn wir hier einen Jaden-Tag nehme ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mache ich Krach. Es gibt keinen, der den Hammer so gern hat. Man nennt den Presslufthammer Bernhard. Ja, das kann jetzt so ein paar Stunden dauern. Ja, komm, mach das Ding kaputt. Bisschen noch. Zack. Wumm. Sinkende, gelöschter Boot. Nein, der ist doch nicht sinkend. Der ist doch, schwimmender. Sinkender, schwimmender Boot. Flicken, ich brauche einen Flicken. Mit einem Flicken schaffe ich das, pass auf. Hier mal ein Flicken. So. Schwimm doch, weiß gar nicht, was du hast. Wie wär's mit einem Luftballon? Den hänge ich dann einfach daran. Riesiger. Nee, nicht ein Reiher. Riesiger. Kein Rabbi. Ein Rabbiner hier. Letaler Rabbiner hier. Hallo. Ich bin so schlecht drauf. Riesiger Luftballon. So. Tag. Davon mache ich noch 10. Und 1, 2. Hey, schau mal. Geht doch wieder, oder? So, verwandle einen Geschäftsmann in einen Angler. Was? Guter Mann, ich weiß nicht, was du von mir willst. Dieser Mann träumt davon, Angler zu sein. Kleide ihn entsprechend ein. Du brauchst jetzt erstmal einen Kaporthut. Einen Kepivorenhut brauchst du. So. Als nächstes muss er Fische fangen. Gib ihm etwas, um sie an Land zu ziehen. Kescher. Ne riesige, göttliche, goldene Angel. Hier. Lala! Die Fische beißen nicht an. Platziere etwas im Wasser, das sie wollen. Aber pass auf.
Ein Hakenschwert? Nein, ich will einen Hering. Ein Hering, genau. Noch ein Hering. Noch ein Hering. Du musst ja auch ein paar Fische angeln können, ne? Und los geht's. Muss ich nur zünden, wa? Warte, das geht so nicht. Nee, das geht auch nicht. Explodierendes Dynamit. Emanzipierendes Dynamit. Natürlich. Granate! So, Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Wieso geht das nicht? Okay. Haben wir? Wieso macht er das nicht mit der Granate? Noch nie beim Dynamitfischen gewesen, oder was? Eine Bombe. Achtung, Bombe. Ja, dann. Aufgebläht. Eine aufgeblähte Bombe. Guck mal. Ach, aufgebläht heißt, dass sie nicht untergeht. Das macht natürlich Sinn. Riesige Bombe. Gigantische Bombe. Ihr habt sowas von verloren, Jungs. So. Was war Phase? Platziere etwas im Wasser, das sie wollen. Ein Wurm. Hier. Hat's geklappt oder nicht? Ja, der erste ist raus, du. Zeit, den Regenbogenfisch zu fangen. Er hat einen bunteren Geschmack. Bunter Regenwurm. Hier. Tada! Oh, was ist hier los? Gib dem Hai sein Abendessen. Oh, Nerd. So, das hat geklappt. Die drei Fische gehören nun uns. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie ich dieses eine Boot da nochmal flott machen soll. Geschweige denn, wie ich die ganzen Bomben hier in die Luft jage. 33 Star Rides. Oh Mann. Das lässt sich ja schon mal vorzeigen hier, ne? So, Hilf mir das. Ein Segel, wie wäre das denn mal? Hilf mir, damit ich wieder segeln kann. Öl? Nee, verpufft da einfach. Ich guck mal, ob ich vorher das Boot irgendwie wieder fit kriege. So. Ein Eimer Wasser. Ein Eimer. So. Da ist natürlich kein Wasser drin. Kann ich hier erstmal schöpfen? Nee. Dann eine Wanne. So. Nee, das bringt's auch nicht. Dann, den Hydrant. Tudu! Nee. Eine Regenwolke. Tja. So. Und dann nehmen wir ein wenig Motoröl. So, packen das da rein.
Sinkender gelöschter Boot. Wieso sinkt denn das noch, Mensch? Mit diesem Korken oder was? Material, hier. Nee. Dann Pflaster. Ein Pflaster, Pflasterer. Hier, du kannst das auch machen. Mach das wieder heile. Schiffsmechaniker. Schiefschnabel? Nee. Ein Schiefschnabel. Ein... Oh, wie mache ich das denn wieder flott hier? Handwerker. Die sind immer gut. So, guck mal, der kann das. Er fährt. Er fährt. Mechaniker. Haben alle... Keiner eine Ahnung, aber alle eine Meinung, ne? Genau. So sieht das hier gerade aus. Mach das Schiff doch mal heile da, Mensch. Wenn ich das einfach so schummel hier. Seetüchtiges. Funktioneller, seetüchtiges Boot. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Gut, dann sprengen wir mal den Felsen hier. Maschinengewehr. Knatterer-Zong, Knatterer-Zong. Weg ist der Balkon, Dong. Ja, das dauert jetzt ein wenig. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Und weg ist es. Es schwimmt. Es schwimmt. Und der Pelikan. Nicht mehr. So, wo wollen wir denn jetzt mal hin? Ach, hier. Der Schatz erscheint, wenn die Laternen dann angezündet sind. Dann lassen wir die mal brennen, ne? Brennende. Ah. Was? Achtung, eine Falle. Was? Du könntest dich mal gehackt legen, du komische Wikingerbraut da. Als ob ich mich von dir einschüchtern lasse. Glaubst du wohl selber nicht. So. Höllenschleuder. Ich rufe dich bei der Macht von Grayskull. Und Flügel. Nee, warte mal. Wenn ich die Höllenschleuder einfach fliegend mache. Was? Lass meine Höllenschleuder in Ruhe. Mach doch die nicht kaputt. So, reiten. Yay! Was ist los? Wir lassen nur Gorillas in unsere Gruppe und du bist kein Gorilla. Doch, ich bin ein Gorilla. Natürlich bin ich ein Gorilla. Passiert da jetzt was? nee, das macht keinen Sinn. Weg mit dem Maschinengewehr. So, Banane auch weg. Kostüm weg. Und weiter geht's. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Ach, ihr habt noch einen Auftrag. Ich will tanzen, aber ich habe keinen Tag, dem ich folgen kann. So, dann habe ich was für dich. Regentanz. Und was willst du? Hilf mir, ein Bild von diesem Einwohner zu machen. Ja, ist jetzt vielleicht jetzt nicht das Beste, aber mehr habe ich gerade nicht. Eine Leinwand. Hallo? Mehr... Dann eben sowas hier. Oh, meine Fresse. Dann nimm doch eine Kamera, wenn dich das glücklich macht. Hm. Und er wird von den Ahnen in den Arsch getreten. Okay, was will der Elefant denn machen? Hilf mir mal einzuüben. Hm. Tuschkasten. Wie wäre das denn mal? Ach, das habe ich schon mal versucht, glaube ich, ne? Farbe. Malzubehör. Ja, genau sowas brauche ich hier. Ich bin eine Picasso. Ich male eine Blume aus roter Farbe. Elefant.
So, ist hier nicht noch was? Ach, der Affe. Den Affen machen wir noch und dann war's das. So, hi Affe. Ich will doch nicht die fliegende Höllenschleuder. Ich will den Affen. Er schaffe den menschlichen Freund, dann ist jeden Affen. Der Primatenkumpel. Ja, moin. Jeder Affe hat ein Hobby. Er schaffe für jeden Affen einen Freund mit ähnlichem Geschmack. Er schaffe zuerst jemanden für den musikalischen Affen. Ein Folksänger. Ein Falkner. Nee. Ein Punk. Ein Punkt. Nee. Ein Jesus. James. Hi, ich bin James. Ich spiele auch Gitarre, Mann. Wie wär's mit einem Drummer? Moin! So, dann brauchen wir einen alten Zauberer. Guter Hexenmeister, hallo. Yeah. Du brauchst einen Roboter. Ja, hier. Ah, ja. Wie wäre es dann? So ein Roboter? Das ist dein Freund. Ja, okay, tut mir leid, ich hätte den Affen nicht abschlachten sollen. Ja, gut, dann machen wir das mal ganz schnell. Du brauchst einen Rockstar. Hier. Yeah. Okay, für dich habe ich eine Hexe. Eine freundliche Hexe natürlich. Was denn sonst? Ja! Lass uns nach Hause fahren. Sieht aus wie bei hier. Oz. Liebt ein Freund. Mario. Eine Maid. Ich will jetzt nicht wissen, was der Affe mit dieser Frau macht. Dieser Affe trägt auch einen Hahnenhut. Ich schaffe einen Freund. Wie wäre es denn mit einem Musiker? Nein, ein Musikant. Sowas hier, genau. Hallo? Nein. Ein Künstler. Bonjour. Ein Idiot? Hi! Ich trage auch einen Hut. Mit meinem Modegeschmack. Aha. Walter. Hier. Nee. Boah, da muss es doch irgendwas geben, Mensch. Was kann ich dem denn da hinschicken? Was hat der denn für einen scheiß Modegeschmack? Ein Hut. Ah, ich hab einen Hut. Actionheld. Actionfigur. Ich weiß es doch nicht, Mann. Ey, du Affe. Brauch einen Freund mit deinem Modegeschmack. Sowas gibt's nicht. Das ist ein Modegeschmack für Affen. So, dann machen wir das. Und dazu noch ein Russe. Ja, der ist bestimmt böse. Wenn ich den schon da hinsetze, dann... Wurst. Jockel, kann ich den einfach so... Ein WC-Deckel. Nein, ich will keinen WC-Deckel. Ich will einen Förster. So, jetzt bin ich erst glücklich. Na, Tag. Komm in meine Dimension. Ich will auch nicht warum. Ich will So, sammeln wir mal den Starride ein. Ja! Primatenkumpel. Ja, wir sind jetzt beste Freunde.
So, Level vervollständigt. Gut. Das heißt, im nächsten Part müssen wir dann wieder zur Farm zurück. Also Leute, ich freue mich drauf. Bis dann, tschüssi.